Mit Excel lassen sich Daten nicht nur tabellarisch erfassen und berechnen, sondern auch grafisch auswerten. In dieser Übung werden wir das Bevölkerungswachstum der beiden Länder China und Indien mit einer Grafik vergleichen. Die entsprechenden Daten findest du im Arbeitsheft und die übertragen wir jetzt gleich in eine neue leere Tabelle, die ich hier bereits erstellt habe. Zunächst kommt der Titel. Da schaffe ich wieder etwas mehr Platz für die Zeile und den Titel machen wir auch etwas größer, 18 Punkt und fett. Dann im Feld B3 kommt die erste Jahreszahl. Und ab hier die beiden Länder. Und hier die entsprechenden Daten. Die Zeile mit den Jahreszahlen, die soll fett sein und dafür grau. Und die beiden Länder ebenfalls fett. Um jetzt zu kontrollieren, dass alles wirklich auf einer Seite Platz hat, wechsle ich in den Seitenlayout-Modus. Tatsächlich hat es hier nicht ganz gereicht. Hier gibt es einen einfachen Trick, um alle Spalten auf einmal schmaler zu machen, indem du in den ersten Spaltenkopf klickst und anschließend mit der gedrückten Umschalttaste in den letzten. Somit werden alle Spalten gleichzeitig ausgewählt und jetzt kannst du einfach zwischen zwei Spalten hineingehen und da die Spalte etwas schmaler machen und zugleich werden alle Spalten gleichzeitig gleich schmal gemacht. Natürlich könntest du die Breite auch manuell ändern. Mit einem Rechtsklick kannst du hier die Spaltenbreite numerisch anpassen.